könnten sich noch steigern hier, aber weiß ich nicht. Gut. Liegt an Stefan Amand. Warum, hä? Will er denn? Wir haben uns hier auf gar nichts geeinigt. Was ist denn da los? Okay, die bleiben bei seinem Verein. Dann müssen wir hier mal auf Abbrechen gehen. Neues Sponsorenangebot. Das ist schon mal gut. Ein Jahr verhandeln. Summe erhöhen. Unterschreiben. Summe erhöhen, Laufzeit senken. Unterschreiben. Bandenwerbung haben wir noch. Meet and Greet? Ah, hat das hier doch keinen Einfluss. Okay, bleibt bei seinem Verein. Mit. Immer nochmal? Ah, nee. Kein Bock. Ibrahim Said. Oh, oh. Aber er ist rechts außen. Rechts. Brauchen wir rechts außen noch jemanden? Da bräuchten wir auch jemanden eigentlich noch, ne? Aber er kommt, also angebunden, spielt ab jetzt in ihrer Jugendmannschaft. Linker Verteidiger mit einer 60. Okay, da werden wir gleich mal gucken. Und er akzeptiert. Rechtsverteidiger mit einer... Oh, den müssen wir gleich... den ziehen wir auf jeden Fall gleich mal hoch. Aber er halt als Rechtsaußen wäre halt ziemlich geil. Haben die den jetzt in die erste Mannschaft übernommen? Okay, er hat eh keinen Bock. So, jetzt gucken wir gleich mal in der A-Jugend. Wo ist er denn? Hier in der 67. Aktion, ne, Training. In den Kader berufen. Erste Mannschaft für 4 Wochen, auf jeden Fall. Dann haben wir ihn hier, Linksverteidiger. Da müssen wir mal schauen. Aber ihn hier mit einer 67, ihm sollte man dann auf jeden Fall fix einen Vertrag gleich geben. Das ist schon mal gut. So, jetzt sollten wir vielleicht auch dem Rest noch Hallo sagen. So, Mannschaftsführung findet großen Anklang. Alles klar. So, bin auch mal wieder da. Ja, wird's auch Zeit? Hallo? Wir haben jetzt 3 Innenverteidiger. Da bräuchten wir eigentlich noch einen, ne? Dann bin ich am Überlegen, ob wir hier Gabriel González... Also ihm werden wir auf jeden Fall ein Angebot machen. Hier. Vertrag. Ja, da müssen wir gucken. Das müssen wir gleich machen. Musste noch eine Hausarbeit abschicken. Ja, der alte Streber wieder. Der alte Streber. So, also, dann begeben wir uns nochmal auf die Suche. Spieler suchen, Suchkriterien, passt mal auf. Wir gucken jetzt mal nach Vertragsspielern, aber... Ne, wir können ja auch nach beiden gucken. Mindestens 65, Vertragsstatus, ne, Transferstatus, vereinslos. Wir gucken mal, ob es da was gibt. Und zwar einen Innenverteidiger. Ach, guck hin. Philipp Lienhardt ist Innenverteidiger und, ja... Philipp Heller. 61 ist ein bisschen schwach. Warum hat denn Lienhardt keinen Verein mehr?
222 Spiele für Freiburg. Wie sieht's denn aus? Hast du Bock? Nee, hat er nicht. Schade. So. Was ist mit ihm? Na gut, das sind jetzt alles die, die keinen Bock haben, weil nicht attraktiv genug. Ihn hatten wir ja auf dem Schirm hier eigentlich, ne? Und der wollte warum? Ah ne, dem haben wir ein Angebot gemacht. Okay, der hat sich nicht gemeldet. Conny der Winter. Was ist mit ihm? 67. Und er ist 24. Das wäre auch einer. Nicht besonders begeistert. Ja, aber die kriegen wir schon rum. Warte mal ab. Das ist eine Stammplatzgarantie. Maximal 2 Jahre Laufzeit. Pass auf, die schieben wir auch mal runter auf 140. Und dann kriegst du keine Gehaltskürzung, eine Option für dich und einen Haufen Geld für dich. Und sagst immer noch, das ist lächerlich. Ha. Huh. 200.000 aufwärts, sagst du. Nee, sind wir noch nicht, Colin. Das wird auch noch einen Moment dauern. Das wäre überm Liga-Budget, das ist Kacke. Was ist mit ihm? Den kriegen wir im Leben nicht. Oh, guck mal. Umtiti. Samuel Umtiti. Ist halt schon 32, aber wenn du den Umtiti in der Mannschaft hast, ne? Ja, gut. Und aber auch alle schon was älter. Das ist halt genau das, was ich nicht will. Wir wollen ja eine Mannschaft aufbauen. Hier hätten wir noch einen 25-jährigen Kofi Balmer, Nordire. Der wäre auch ganz geil, kriegen wir aber auch im Leben nicht. Hm. Moritz Jens, wo hat der zuletzt gespielt? Lorient. Was ist Lorient? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ja, das sind alles die Spieler, die kriegen wir nicht. Dann gucken wir doch nochmal nach Jugendspielern. Tis Jansen. '65 kann jetzt was werden, kann auch nichts werden. Achso, ihm hatten wir ja schon, ne? Ja, genau. Er will ja nicht. Immer noch versuchen. Gut, das war das. Dann brauchen wir, pass auf, brauchen immer noch einen Linkverteidiger-Backup. Ihn haben wir jetzt als Rechtsverteidiger-Backup. Dann lasst mal nach Linksverteidigern gucken. Linksverteidiger. Findet sich da was im Jugendbereich? Ja, hier. Aber der wollte ja nicht, ne? Hat kein Interesse, mit ihnen zu reden. Das ist korrekt. Er kommt wieder aus England, das heißt, er darf nicht wechseln. Hm.
Joel Gallim. Gallim. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Der Interesse. Hat kein Interesse, mit ihnen zu reden. Wie sieht's mit dem André Volkers aus von Freiburg? Er hat Bock. Vielleicht. So. Ja, noch einen Linksverteidiger, wenn wir den kriegen würden. Dann brauchen wir mindestens einen fürs defensive Mittelfeld. Wir gucken hier jetzt aber auch nochmal linksverteidigermäßig, ob sich hier vielleicht was findet. Er hier. Zach Sturridge. Der wäre gar nicht so verkehrt als Backup. Kriegen wir ihn vielleicht... Ja, kann man nur kaufen. Können wir gerade mal suchen nach... Ich glaube, ja, einer vereinzelt, aber der ist auch wieder 32. Er hier von Slavia Prag. Tschechisch-Slowakisch. Kriegen wir wieder ein Sprachproblem ein bisschen, ne? Tennis Borussia Berlin. Obin Jesilova. Er geht auf eine 68. Legionär, gewinnt Bälle, ist 21. Oh, den kriegen wir aber nur. Oh, der wäre halt. Der wäre ja mega gut. Kriegen wir den vielleicht Jesilova geliehen mit einer. Nee. Was müsste man für den hinblättern? Wir haben das Geld nicht. Das macht jetzt auch nicht so viel aus. Ja, Vertragsende 27. Ja, da müssten wir eigentlich im Winter gucken, ne? Ashraf Lasiri, Marokkaner, eine 68, Linksverteidiger. Der Bock? Der hätte Bock. Jetzt kommt es drauf an, was er verdienen will. Oh, oh, der wäre. Du wirst einige Male spielen, passt. Laufzeit 2 Jahre. Jetzt, warten wir, jetzt drehen wir ihn mal runter auf 140. Was soll das? Das nehmen wir raus. Eine Option für Spieler. Zack. Grundgehalt scheint dir zu niedrig. Gut, bei ihm kommt dann auch gleich unzureichend, ne? Ah, der hat halt einen Haufen Angebote. Ist eigentlich schon fast zu teuer für jemanden, der einfach nur größtenteils Backup ist, ne? Weil Maverick wird halt spielen. Allerdings brauchst du halt auch wieder einen guten Backup, dass du mal ein bisschen rotieren kannst. Wir probieren es, wir gehen es mal ein. So. Also Linksverteidiger, defensiver Mittelfeldspieler war der nächste. Haben wir hier irgendwas auf der Transferliste? 30. Gucken wir nach Alter. Alexander Ried, 17 Jahre.
19-Jähriger. Franzose. 67, das wäre schnell zufrieden, Fels in der Brandung. Spricht nur Französisch. Gucken mal, was er. Stammplatzgarantie. Nee. Er wirst auf jeden Fall einige Male spielen. 3-Jahres-Vertrag. 160.000. Was ist der? Der will Kohle. Mehr will der nicht. $145.000, 3-Jahres-Vertrag. Das ist, wenn wir auf einen 5-Jahres-Vertrag gehen, würde er auch akzeptieren. Das wäre so eine Verpflichtung. Genau nach denen gucken wir. Gut, defensives Mittelfeld. Dann wäre als nächstes zentrales Mittelfeld, haben wir nur Tequila und Colin. Linksaußen sind wir gut aufgestellt, rechtsaußen hätten wir einen Notnagel, bräuchten wir aber auch noch jemanden, was wir halt auch noch brauchen würden, wäre ein Stürmer. Wir gehen erstmal weiter, wir gucken jetzt mal, was die Transfers machen. Ja, Forderungen stellen. So, wir hätten jetzt hier ein Kaufangebot für Ribéry. Sie würden bezahlen wollen 65.000. Mal ehrlich, mit seiner Stärke momentan, mit 20 Jahren, kommt er auch über die zweite Mannschaft nicht weg. Auch Anulu und Jojo werden Freunde. Guck mal, ist nicht schön. Alter, nächste Woche ist schon das erste Spiel. Wir haben die Mannschaft noch nicht mal zusammen. Aschraf Lassiri wechselt zu Köln. Okay, N wechselt auch für 150.000. Riyad wechselt woanders hin. Beteiligung am Weiterverkauf. Okay, ja, passt. Oh Gott. So, Michael Naumann. Ah, der kann eigentlich im Prinzip. Können wir verhandeln. Moment, wie lange hat er noch Vertrag? Bis 27. Ja, lass mal verhandeln. Wir müssen aber noch weiter. Ich muss wissen, ob ich die Spieler kriege oder nicht. Ja, total bescheiden, Alter. Warum entscheiden die sich denn jetzt nicht? Oh, Mann. Wir stellen mal auf, für den Fall, dass wir jetzt die Leute nicht zusammenkriegen. Ecuador ins Tor. Links natürlich Maverick. Wellstriker und Wallace Innenverteidigung. Gustavo de Valle auf die Bank. Rechts spielt FIFA Rules. Defensiv geht Jojo rein. Colin und Mike im zentralen Mittelfeld. Links außen Anulu, rechts außen Campbell und als Stürmer haben wir Chucky. Da kriegen wir jetzt gerade mit Ach und Krach eine Mannschaft zusammen, ey. Da darf aber wirklich auch gar nichts passieren, ne?
habe ich das drin. Assistenz kümmert sich um Training, ja. Trainingsumfang passt. Das ist okay. Ja, dann lasst uns mal noch weitergehen. Wir haben kein einziges Testspiel gemacht. Hat leichtes Übergewicht. Kräftiger geworden. Sehr schön. Kein ohne irgendein Testspiel starten wir in die neue. Das wird ein Kaltstart, Alter. Oh Mann, Forderung stellen. Es waren aber noch mehrere, die keine Testspiele gemacht haben. Kein Wunder, ist halt auch ein bisschen kurz, ne? Ach, der bleibt bei seinem Verein. Der bleibt bei seinem Verein. Ach, heb mich doch hinten rum, ey. Machen können, ist mal die Kohle wieder. Ja, bei 2,2 Millionen. Linksverteidiger und Rechtsverteidiger brauchen wir. Genau, das war ihm Vertragsverhandlung. Erste Mannschaft kriegst 70.000 für 2 Jahre. Probieren wir gleich mal, ob er da Bock drauf hat. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal ein Backup für Rechtsverteidigerposition. Aha, okay. 150.000, das war der defensive Mittelfeldspieler, ja. So, gucken wir mal in der dritten Liga, wie es aussieht. Die besten ist Dortmund, die schlechtesten Borussia Hildesheim. Wir tauchen nirgends auf. Positive Bilanz, doch 150.000. Wir wirtschaften wenigstens ordentlich. So, nach Stärke einsortieren. Oh, guck mal, wir wären aber hier ziemlich weit vorne. Ja, will ich. Ja. Ach Leute, ey. Was haben wir denn jetzt noch? Transfers, Verträge. Das sind die Leihen, die wir haben, zukünftige Wechsel. Irgendwo konnte ich doch sehen, die Sachen, die in der Schwebe waren bei Transfers, oder? Kooperation könnten wir ja auch mal wieder. Ja, vielleicht nicht zur Kooperation mit der zweiten Mannschaft. Ihr bezahlt 200. Da machen sie nicht mit. Da machen wir nicht mit. Zweite Liga, Nürnberg. Alles. Jetzt vergessen. Ich glaube, so Kooperationsverträge, die lohnen sich erst in Transfervorbereitung. Hier, warte mal, Verhandlungsstatus, genau. Da haben wir jetzt die beiden. Der Michael. Achso, nee, Quatsch. Ihn haben wir nur als defensives Mittelfeld. Das heißt, wir müssen nochmal schauen nach
Linksverteidiger. Ja, nach einem Linksverteidiger. Der Jugendmannschaft haben wir jetzt keinen Linksverteidiger drin, der uns jetzt hier taugt, ne? Doch, wir haben ihn. Julio Timblo. Den wir eigentlich rangeholt hatten für die erste Mannschaft. So, dann gucken wir jetzt gleich mal, ob wir ihm einen Vertrag, erste Mannschaft. Gehen wir auf 60.000. 2 Jahre. Wenn er Bock hat. So. Ansonsten kam dann hier keiner mehr. Ist das richtig? Ja. Gut, dann hätten wir den fürs defensive Mittelfeld. Auf jeden Fall können wir ihn Aktion... Ach, geht jetzt nicht. Hätten wir ihn schon mal auf die Bank setzen können. Okay, aber wir müssen gleich reingehen in die erste Partie. Es hilft nichts. Naja, die Saison ist lang. Wir werden sie jetzt hoffentlich nicht gleich beim ersten Spiel versauen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, gucken wir nochmal. Keine Saisoneröffnung. Ah, shit. Ja, vor lauter Transfers. Naja, passiert. Da müssen die Fans jetzt mal durch. Das sieht ziemlich mau aus, ne? So, dann öffnen wir mal die Taktik. Colin hatten wir zuletzt als Spielmacher. Sturmtank haben wir niemanden. Das Konterspiel nehmen wir mal raus. Wir erhöhen mal ein kleines bisschen die Geschichte und Flankenhöhe. Wollte ich ja mal so auf flach drehen, ne? Da wir jetzt nicht die schnellsten Außen haben. Wobei, wir können es mal probieren. Wir gehen mal zur Grundlinie. Wir probieren es mal so. So, dann gucken wir mal nach den Anweisungen. Das passt alles. Distanzschütze, dann soll er es mal versuchen aus der Distanz. Campbell ist Dribbler, das passt auch alles. Anulo, Flügelspieler. Ist okay. Du bist Spielmacher und du bist Spielmacher. Pass mal auf, dann... macht Colin mal ein bisschen weniger Vorstöße. Spielt dafür ein bisschen kreativer. Und Mike versucht mal so ein kleines bisschen nach vorne zu preschen. Jojo baut das Spiel auf, Ball halten. Ist okay. Wallace, Fels in der Brandung. Das passt. Aber 2 Leute Fels in der Brandung. Und die Jungs machen. Tja, Leute. So, dann speichern wir mal. Und zwar die 5. Saison schon. Dann starten wir mal rein, aber wir werden nicht drum rumkommen, um im nächsten Stream auch nochmal ein kleines bisschen grad so eine Mannschaft zusammen, Alter. Aber gerade so. Ja gut, die 2. Mannschaft ist mir erstmal wurscht. Gut, wir gehen rein. Videotext. Gucken wir mal, 1. Spieltag gegen Lübeck, wir führen schon 1-0. Dank einem Eigentor. Und Anulo verlässt sich. Oh Gott. Wir haben da Gabriel Gonzalez oder Stefan. Dann lassen wir mal Stefan hier spielen. Müssen wir gleich mal reingucken, was er anders macht als Anulo. Er ist Dribbler. Jetzt gibt's aber auf den Sack, Alter.
Ein Wunder. Was willst du denn da jetzt erwarten? Wir brauchen dringend Spiele. Das geht so gar nicht. Eins, vier gleich auf den Sack bekommen im ersten Spiel. Das geht so gar nicht. Wir müssen jetzt echt Gas geben bei den Spielern. Da müssen wir auf jeden Fall im nächsten Stream nochmal intensiv müssen wir da reingehen und Spieler ranholen. Adduktorenzählung fällt 2 Wochen aus, 11 Tage aus. Kaufangebot für Chucky ablehnen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Das geht sonst voll in die Hose.